Also, auf in die Glutfänge. Ich bin leider noch sehr schwach von dem Aufenthalt in der Zelle. Könntet ihr vielleicht ohne mich gehen? Ich wäre euch ja ohnehin nur im Weg. Was sucht ihr denn in den Glutfängen? Das ist der Offenbarungsort von Farnhards Schatz aus Tiondria. All das Gold, das er aus Tiondria mitgebracht hat. Er hat es in Fastholme versteckt, aber in den Glutfängen befindet sich der Schlüssel. In den Glutfängen hat Farnhard ein Abbild von Fastholme in den Stein gehauen und er hat einen magischen Obelisken dort aufgestellt. Wenn ihr drei spezielle Schlüssel in den Obelisken einsetzt, weist euch ein Licht über dem Abbild auf die Position des Schatzes in Fastholme hin. Merkt euch diesen Ort. Hier sind die drei Teile von Farnhards Schlüssel für den Obelisken. Passt gut darauf auf und findet das Abbild. Ja, drei Teile eines Schlüssels. Kennen wir das nicht irgendwo? Oh, es sind drei andere Teile eines Schlüssels. Es ist nicht das Teil aus Order of Dawn, was wir für Flick zusammen gesucht haben. Ja. Farnhard hatte die Glutfängen ein Rätsel hinterlassen, welches die Position seines Schatzes preisgibt. Flick hat euch drei Teile eines Schlüssels gegeben, die ihr in den Glutfängen in einen Obelisken einsetzen müsst. Ja, drei Teile von Farnhards Schlüssel. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt verkaufen. Also Runen und Zauber verkaufen. Tja, geht so. Jetzt müssen wir uns leider auch von dir mal trennen. So, zaubermäßig. Die beiden brauchen wir auch nicht. So, wir müssen mit Elone reden. Ja. Hole den Feuerbann von den Zwergen. Gut. Habt ihr den Feuerbann erringen können? Ich habe den Feuerbann, das geheime Wissen der Zwerge. Dann seid ihr bereit. Meine Schwestern und ich müssen hier verweilen. Aidale ist von uns gegangen. Eine neue Priesterin muss bestimmt werden. Ihr aber solltet nicht rasten. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch bleibt, und der Weg in die Feuerstadt ist beschwerlich. Wie gelange ich nach Shaldun? Die Imperialen haben die Tore versiegelt. Wir kennen ihre Magie nicht, aber es sind Dunkelelfen. Und sie werden uns helfen, das Siegel des Imperiums zu brechen. Wie soll das geschehen? Dies war einst eine Stadt der Norcane. Vor Jahren vertrieben meine Schwestern die Dunklen von diesem heiligen Ort. Aber unter dem Eis schlummern immer noch die Geister der alten Herren. Sie haben diese Tore erbaut. Wir hoffen, in den Gräbern etwas zu finden, mit dem man das Tor öffnen kann. Begebt euch des Nachts zu den Höhlen nahe der Westbrücke. Dort steigen sie manchmal aus den eisigen Tiefen herauf. Ja, das Nordtor geht auf. Ins Rote Imperium. Der Angriff auf das Imperium beginnt. Die Lande des Feuers in Urgard erwarten euch. So nördlich der Stadt Tirgar nach bei den Geistern der Norcane nach Mitteln, um das Tor zu öffnen. Einst waren Dunkelelfen die Herren Tirgar nach. Sie erbauten die Tore, die Tirgar nach nun von den brennenden Landen trennen. Vielleicht ist in ihren alten Gräbern etwas zu finden, mit dem man die Tore öffnen kann. So nördlich der Stadt. Vorwärts. Also ja, auf in den Norden. In den hohen Norden. Nicht in den tiefen Süden. Das heißt, ja, wir müssen uns jetzt um Sansa und seine Wächter kümmern. Folgt mir.
mir nach! Die können uns auch mit den Schneedrachen in die Schlacht anlegen, mal gucken. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Okay. Wir könnten uns mit ihnen anlegen, wenn ich dich vergessen würde. Auf mein Kommando. Bereit. Und los. Ja, folgt mir. Also ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mich mit mehreren von denen gerade prügeln möchte. Schnell. Und los. Die Rune befiehlt. Weil, ja, wir haben 14er Helden. Da warten wir auch lieber, bis wir ein bisschen höheres Level haben. Ich hätte eh schwören können, dass Norden die letzte Etappe ist. Dass es erst nach Süden geht. Aber so wie es aussieht, müssen wir erst hier im Norden den Schlüssel für den Süden finden. Ja, noch 2 Level, dann können wir die Runen benutzen. Ich glaube, eine stärkere Arbeiterrune als die 10er brauchen wir gerade auch nicht. Vor allem, weil ich gerade nicht. Was wünscht die Rune? Mehr weiß, was für Monumente wir auf der nächsten Map haben. Auf mein Kommando. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Sofort. Schnell. Mir nach. Schließ die Reihen. In die Schlacht. Die Rune will. Du bezwingst mich nicht. Feindlicher Angriff. Die Rune ruft. Schließ die Reihen. Runenkrieger zu mir. Haltet durch, Männer! So. Okay, Satzas, Jungs. Die waren nicht so stark. Oh, noch 2 Zauber. Schild der Westmagier. Spinnenschlüssel des Geistes. Qualdorm. Schwere Kriegsgröße, große Schlagwaffe. Folgt mir. Noch eine Zone der Heilung. Eine bessere, eine 8er. Yay. Ja. Folgt mir. Vorwärts. Schnell. Gut, das heißt, wir haben den Schlüssel. Zeigt Elune den Spinnenschlüssel. Der Schlüssel, den ihr bei den Geistern gefunden habt, könnte der richtige sein. Sprecht mit Elune darüber. Ja. Nun seid ihr bereit für einen Angriff auf das Rote Imperium. Die Schattengrenze erwartet euch.
Ich habe bei den Geistern einen Schlüssel gefunden. Öffnet damit das Tor im Südosten. Dahinter liegt der Pfad in die brennenden Lande der Dunklen. Mögen die Götter des Lichts euch begleiten. Eilt euch. Ja. Öffnet das Tor im Süden und reist weiter zur Schattengrenze. Der Schlüssel wird das alte Tor der Nocane öffnen. Begibt euch dann zur Schattengrenze, wo die Lande des Feuers beginnen. Es wird Zeit, dass Grimm seine Strafe bekommt. Shaldun wartet auf uns. Ja, und los. Okay. Vorwärts. Lena kommt vielleicht danach, wenn sie bereit ist. Schnell. Das Tor ist aufgegangen. Auf mein Zeichen. An den Hütten hier würde es Respawn geben, aber... Ja, hey, vorwärts. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Schnell! Folgt mir! Ja, vorwärts. Kämpft, Männer! Schlagt sie zurück! Geister, steht mir bei! Ja, vorwärts. Folgt mir. Für die Freiheit! Feindlicher Angriff! Okay, Lucien das Magier. Ist ein Hinterhalt. Zerstörer. Standhalten, Männer! Ja. Runenkrieger zu mir! Zu mir, ihr Geister! Zu euren Diensten. Alles klar. Verstanden. Standhalten, zur Männer. Ehre Aoniers! Runenkrieger zu mir! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen. In die Schlacht! Seid wieder eine Lucienhütte? Sie sind überall! Ja, vorwärts. Zur Ehre Aoniers! Bringt ihr wenigstens etwas Erfahrung? Ist die gute Frage. Ja, noch eine Lucienhütte. Zu Befehl, verzüglich! Runenkrieger zu mir! Auf dem Weg! Hier, sofort! Schnell! Ja, hier sind ein paar Lucienhütten. Wir werden angegriffen. Schickt Verstärkung! Stehe bereit. Hier, sofort. Für die Rune! Hier. Schnell! Oh, sie haben Gegenstände wenigstens dabei. Zum Angriff! Da sind drei Stück auf einmal, das könnte etwas eng werden. Oh, da unten ist auch noch eine Hütte, die sollten wir... Sie sind überall! Sie sind überall! Du bezwingst mich nicht! Runenkrieger zu mir! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Sie sind Männer! Überall! Was auf dem Weg? Schickt Verstärkung! Stehe bereit. Schlagt sie zurück! Auf meinen Kommandant halten, Männer! Schließt die Reihen! Die Rune ruft? Schließt die Reihen! Ehre, Aonir! Runenkrieger zu mir! Verstärkt die Deckung! Unverzüglich! Vorwärtskrieger! Meine Ahnen rufen nach mir! Schließt die Reihen! Auf meinen Befehl! Kämpft, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Alles klar. Auf mein Kommando. Okay, in die Schlacht. Hütte einreißen erstmal. Feindlicher Angriff! Zum Angriff! Da ist noch ein Zerstörer gespawnt.
Schließt die Reihen! Vorsicht, Gegner! Auf meinen Befehl. Mir nach! Vorwärts. Und ja, gut, ich würde jetzt sagen, wir speichern hier erstmal. An dieser Stelle. Und machen hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.